Diese Welt leidet ohne ihren Geist. Vater, vielleicht sollten wir die Knochen doch suchen. Hast du nicht gehört? Wir könnten mit Mutter reden, wenn wir vorsichtig sind. Such sie, wenn du willst, Junge. Ich lasse mich nicht auf so einen Unsinn ein. Ha! Dieser Meißel, den wir suchen. Was ist das? Ich bin froh, dass du danach fragst. Da habe ich die passende Geschichte dazu. Einst lebte ein Riese namens Tamur. Ein sehr riesiger Riese, der trotz seiner berghohen Gestalt ohne Frage der beste Steinmetz war, den diese Welt je gesehen hatte. Der stolze Tamur hoffte, eines Tages sein ganzes Wissen an seinen Sohn weitergeben zu können. Doch der junge Rimfur hatte das Herz eines Kriegers. Vielleicht trug der Vater zu große Furcht in sich oder der Sohn zu wenig. Wie dem auch sei, ein Streit von ihnen geriet außer Kontrolle und der überarbeitete Steinmetz, bong, schlug seinen Sohn. Rimfur floh in die Nacht hinaus. Vor Schande und Bedauern lief Tamur seinem Sohn nach. Doch aufgewühlt wie er war, hatte er sich schon bald in Midgard verlaufen und war allein. Leider fiel er der einen Person ins Auge, der er des Nachts so fern von zu Hause nicht begegnen wollte. Thor. Und? Was geschah dann? Wirst du schon sehen.
Thor tötete ihn. Oh nein, er fiel auf ein Dorf? Ja, Tamur zerschmetterte bei seinem Fall einen netten Ort, dessen Bewohner den wahren Gott Njörd verehrten. Thor behauptete immer, das alles geplant zu haben. Aber die Wahrheit ist, dass der Sack einfach Glück hatte. Machen wir das jetzt? Ein Wolfe! Eine gefährliche Bestie. Wir werden ihn gemeinsam erledigen. Machen wir das jetzt? Dann mal los! Droga! Ich bin nicht bereit! Einen Meißel? Die Spitze davon, ja. Einen sehr, sehr großen Meißel. Der Kristall im Ring sieht vielversprechend aus. Magisch versiegelt, fürchte ich. Mist, das hat gar nichts gebracht. Bruder, der Kristall ist wieder aufgeladen. Ha!
netter Trick, Junge. Danke. Seine Idee. Und die Überlebenden? Oh, Tamur war ein Frostriese. Als er starb, ließ sein letzter Atemzug alles gefrieren. Verschlossen mit Magie. Atreus, hier. Ja, Vater. Ist er? Finde die Spitze des Meißels. Das ist die Magie, die wir brauchen. Feinde, da vorn! Sagt einfach Bescheid.
Auf dein Zeichen. Ein Alfheim-Lichtkristall. Wozu der gut ist? Gegner voraus! Kannst du das lesen? Jawohl. Wir bringen Njörd die Beute des Meeres. Ah ja. Man glaubt, Njörd beschwichtige den Wind und die See für die Fischer. Dafür liebten und verehrten sie ihn hier.
Er startet das Weltenbaumharz. Praktisch. Hier ist der Sockel für den Kristall. Aber wie bekommen wir ihn runter? Ich frage mich, was dahinter ist.
besser. Wie kommen wir runter? Ich habe einen Plan. Wirklich? Tu nicht so überrascht. Nichts für ungut, Bruder, aber ich glaube, dass nicht einmal Thor mit Mjölnir durch so viel Eis käme. Dann ist Thor ein Narr. Dürfte unterhaltsam werden. Junge. Bereit. Hinter dir, Bruder! Sonst, oder? Kommt hier hoch.
warte auf mich. Wow, das war ein Wahnsinn, der Kampf. Hier, fang! Na toll, jetzt hast du einen leckeren Apfel versteckt. Warum sah man dich nicht? Hier kann man sich nirgendwo verstecken. Oh, das. Das ist ein kleiner Trick meines Volkes. Eine Art, unentdeckt zu bleiben. Du kannst unsichtbar sein? Ich habe die Fähigkeit, in die Zwischenwelt zu treten und... Euer Hirn versteht nicht, was es sieht, und deshalb sieht es gar nichts. So vermeiden wir es, die Waffen, die wir fertigen, benutzen zu müssen. Bei Drachen funktioniert es wohl nicht. Dein Bruder hat gefragt, ob du genug isst. Sieht ganz danach aus. Brock hat nach mir gefragt. Roch sein Atem nach Met. Er hat sich schon wieder angefasst. Na dann kommt. Deshalb war Brock im Tempel, nachdem das Wasser sank. Die Zwischenwelt! Kein Wort mehr. Still! Hierfür brauche ich absolute Ruhe. Sehr schön. Zum Geschäft. Oh nein, vergessen wir dich nicht. Ich will, dass wir sie für Reise nutzen. Was fehlt noch? Wenn ich das so sagen darf. War da noch was? Ich überlege.
Passt im Lagerraum gut aufeinander auf. Will doch meine treuen Kunden nicht verlieren. Habt ihr in Fafnirs Lagerraum etwas gefunden? Zum Beispiel einen Wetzstein? Wollen wir in das Gebäude? Ja. Ist da drin etwas, mit dem wir durchs Eis an die Meißelspitze gelangen? Nein. Ich überlege weiter. Thank you.
eine schöne Bescherung. Konzentrieren, Junge! Konzentrier dich! Mach dich bereit! Yeah.
Ordnung? Oh, einfach perfekt. Sei bereit! Konzentrieren, Junge! Von hinten!
Mimir, du kanntest diesen Ort schon vorher? Ja, war hier mal auf diplomatischer Mission, um Frieden zwischen Asgard und Vanaheim auszuhandeln. Dieser Krieg, so viele Opfer. Ich wusste jedoch nicht, dass Thor bereits im Blutrausch unter den Riesen wütete. Was hatten die Riesen mit dem Götterkrieg zu tun? Überhaupt nichts, Junge. Das ist ja das Tragische. Sie ergriffen keine Partei in diesem Irrsinn. Aber Odins Verfolgungswahn wird nur von Thors Blutdurst übertroffen.
Huh?